Hello, 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 peoples. Welcome back. Willkommen zurück zu... Gott verdammt, ist das scheiße laut auf meinen Ohren. Oh, goddammit. Okay, so. Willkommen zurück zu die 100 Baby Challenge. Ja. Was machst du denn hier? Sind wir nicht erwachsen? Nee, wir dürfen aber jetzt bald, ne? Warte, stopp, sind wir eine Erwachsene? Ach, wir sind eine junge Erwachsene. Ciao, wir sind schon. Sehr gut. So, kurz, ich muss den Überblick gewinnen hier. Du hast Hunger. Du schläfst aber. Du kriegst jetzt was zu essen? Nein, nicht überprüfen. Wir malen ein klassisches Gemälde. So, komm. Wir werden auf jeden Fall Julia zum Zeichnen zwingen, denn wir brauchen Geld. Das Kind pennt einfach. Wir sind schlecht im... Wir sind schlecht in Kindererziehung. Ja, wir sind halt wirklich einfach schlecht. Wir sind grottenschlecht. Wir haben versagt auf ganzer Linie. Alles ernten. Weiterentwickeln. Alles ernten. Alles ernten. Was? Nein, nichts mit Bienen. Ich verstehe die Bienen generell nicht. Ich check's nicht. Kannst ihn ja mal rauslassen. Nichts mehr zu ernten. Ja, doch, hier kannst du doch alles ernten, dann, wir sind im Herbst, ne? Das war's jetzt auch, glaube ich, schon mit der Saison für Pflanzen. Aber, Navigationssystem. Fabian hat eine Spitzenidee. Hat eine Spitzenidee. So, warte mal, ich habe was im Ohr. hat eine Spitzenidee für ein neues Schiffsnavigationssystem. Aber seine Vorgesetzten haben es noch nicht genehmigt. Er weiß, dass es jedem Zeit und Energie sparen würde, aber dazu müssten sie es einfach mal ausprobieren. Soll er es ohne Erlaubnis installieren oder warten und bis er grünes Licht bekommt? Wir warten auf die Erlaubnis. Eine Leistungsverbesserung klein, Regeln gibt es gut zu Grund. Ja. Sheila ist aus der Schule zurückgekommen. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Oh, das ist schlecht. Ja, ich würde mal sagen, du gönnst dir erstmal Fernsehen zur Belohnung. Aber danach machst du Hausaufgaben. Aber du brauchst erstmal ein bisschen Spaß. Was machst du denn da? Wie, wohin bringst du denn das Kind? Was zum Kuckuck? Was ist falsch mit dir? Warum hast du das Kind einfach draußen ausgesetzt? So, ich wollte übrigens die Bienen mal verkaufen, weil das ist mir irgendwie zu doof, dass wir immer angegriffen werden. Und Travis wohnt hier? Tatsächlich. Oh, und deswegen kommt er so oft vorbei. Wir haben das Kind jetzt einfach draußen ausgesetzt. What the freaking hell? Es hat Hunger und du setzt es einfach draußen aus, so nach dem Motto, ja, dann nervt es wenigstens keinen mehr, oder wie? So, kümmere dich nicht darum. Verkauf das bitte. Wir haben voll Minus gemacht. Auf dem Weg zu Rum, bla 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 bla. Ja, wir machen noch ein klassisches Gemälde in groß. Wir müssen nämlich hier irgendwie an Geld kommen. Dir ist durchaus bewusst, dass du eine schreckliche Mutter bist, ne? Wir müssen mal Pizza baden.
Mein Gott, ey, das wird hier immer schlimmer. Guck mal, jetzt kommt der hier wenigstens wieder zurückgelaufen. Kannst du aufhören, das Kind zu beobachten und einfach mal Sachen machen, die eine Mutter macht? Sich zum Beispiel um das Kind kümmern? So, Essen geben an Clary. Du kriegst Chips. Hör mal auf zu malen, das machen wir gleich weiter. Die Kleine braucht jetzt erstmal was zu essen. Hier oben ist natürlich wieder überall Chaos. Was denn auch sonst? Ich meine, hey. Ach Mensch, das endet irgendwie, glaube ich, nicht gut heute. Also so wirklich gar nicht. So. Du kannst gleich schlafen gehen. Du wirst erstmal dein Clary rauslassen. Und dann darfst du sehr gerne schlafen gehen. So, und du hast jetzt genug Fernsehen geguckt. Du machst jetzt deine gottverdammten Hausaufgaben. Denn das ist wichtig. So. Punkt. So, Fabian, du bist dann jetzt gleich auch fertig mit Arbeiten. Wer ist das jetzt hier? Ashaya Anand fragt sich, ob ich rüberkommen möchte. Nein, wer ist denn das überhaupt? Ist das dein Vater? Wer ist Ash. Profi-Pizzabote. Vater, tatsächlich! Ach ja. Schön. Hast du den jetzt gebadet? Ist der jetzt sauber? Der hat Hunger. Der ist. Der, das, ich hasse dieses Kind. Es schreit die ganze Zeit rum, es regt mich auf. Das ist jetzt Pizza, ne? John ist da vorne. Du kriegst auch Chips. Sei leise! Ah, was eine Kack-Challenge. So, du bist am Schlafen. Ach ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie bessere Betten oder so, weil die Erholung, die ist ja wirklich echt lau. So, Fabian, du musst auf jeden Fall mal langsam von der Arbeit zurückkommen und dann werden wir auf jeden Fall mit dir erstmal eine Runde schlafen. Ich hoffe, das wird langsam mit der. Oh, guck mal, ich glaube, es könnte tatsächlich sogar so sein, dass wir heute befördert werden. Das fände ich nicht mal schlecht, tatsächlich. Aber nun gut. Du hast mit Abstand nichts Besseres zu tun, als dich einfach vom PC zu setzen, oder was ist jetzt hier falsch? Deine Kinder haben alle Hunger und du kriegst einfach nichts gebacken. Was ist denn falsch mit dir? Bin ich gerade komplett Natzen? Warum kannst du dem nichts? Geht doch. Perfekt. Guck mal, der kriegt jetzt auch was zu essen. Super. Jetzt ist einfach das Sandwich, mein Gott. Clary, du solltest eigentlich. Eigentlich solltest du doch langsam altern. Töpfchen habe ich mit dir noch nicht geschafft. Kommunikation, Bewegung. Ach, die beiden schlafen einfach da. Ist kein Ding, das ist nicht schlecht. So, du hast Hunger. Du kannst dir gerne was aus dem Kühlschrank nehmen. Und dann darfst du sehr, sehr gerne einfach schlafen. Und du brauchst jetzt noch lange, oder? Kannst. Jetzt hat er sich auch noch nie Windeln gemacht, Alter. Ist das mal zu Ende? Dann mit wenigstens das eine hochgeht. Ja, du bist auch voll fertig. Okay, guck mal, dir geht's einigermaßen gut. Dann kannst du den John mal baden. Und P Pizza, dir geht's. Du bist einfach nur müde. Dann machen wir das anders. Ja, sei leise. Lassen dich raus und John baden wir. Und dann hat sich das, glaube ich, auch erstmal. Was machst du da? Nein. Nein. Geht doch. Geht doch. Super. So, und Pizza darf dann direkt schlafen gehen. Und John kriegt ja erstmal ein Bad. Du kriegst erstmal ein Bad, habe ich gesagt. Sag mal,
Geht doch. Nicht. Oh, du sollst sie noch direkt. Willst du mich denn jetzt eigentlich natzen oder was ist jetzt wieder los hier? Jetzt gehen doch baden. Oh, ihr seid doch alle bescheuert, ey, ohne Mist. Du gehst schlafen, Hilfe. Ihr macht mich alle mental einfach fertig. So, du gehst jetzt John baden. Nochmal. Yay, Fabian hat Geld verdient, wurde nicht befördert. Wuhu. Fabian, geh direkt schlafen, du bist zu nichts zu gebrauchen jetzt. Hast du ihn? Ja, perfekt. John, du hast leider kein Kinderbett mehr frei, du musst leider draußen schlafen. Passiert, Dinge gibt's. So, du gehst erstmal perfekt. Du gehst was essen, das ist sehr gut. So, jetzt isst das bitte auch. Und dann kannst du bitte schlafen gehen. Och nö, och nein, och nö. Sie hat tatsächlich. Wollen wir ins Krankenhaus? Kein Gericht nehmen. Wir wollen doch bestimmt Baby im Krankenhaus bekommen. Ja, wir machen mal mit. Wen nehmen wir mit? Nehmen wir Julia mit. Wir nehmen mal Julia mit, die wollte zwar gerade schlafen gehen und ist voll fertig mit der Welt, aber hey, wir nehmen Julia mit, ist kein Ding. Ach ja. Wenn Kleinkinder ihre Bewegungsfähigkeit verbessern, können sie schneller gehen und was auch immer. Schicke dein Sim auf Reisen, klicke auf das Telefon, um aufzubrechen. Das sind super Tipps. Krankenhaus von Willow Creek. Jaha. Müssen wir uns anmelden? Ja, ne? Ah, würde ich mal meinen. Und wir melden uns mal an. Am Empfang anmelden. Was auch immer. Ja, sie pennt jetzt einfach auf der Bank. Läuft bei dir, deine Mutter kriegt ein Kind und wollte dich als Unterstützung dabei haben, aber penne erstmal auf der Bank, ist überhaupt kein Ding. Oh wow, du siehst. What the heck? Bäm! Bäm! Es sieht vorne und hinten nicht gesund aus. Wer bist du? Du hast unglaublich hässliche Haare. Alter, die hat echt, also die hat. Die sieht aus, ob sie dreimal schwanger wäre. Zwei oben in der Brust und eine hier unten. Also. Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich mein Baby jetzt einfach bekommen? Wie auf Wiedersehen. Nicht auf Wiedersehen, ich will mein Kind kriegen. So, nehmen wir das Große, nehmen wir das Kleine. Das Kleine nehmen wir. Okay. It broke! Ich möchte bitte ein Baby kriegen. It broke! Excuse me! It broke! Wir melden uns nochmal beim Empfang an. Wir machen das Ganze mal von vorne. It broke! Ich glaube, die Babys kommen gleich von alleine rausgeflutscht, wenn sich hier keiner um mich kümmert. Aber auf einmal hat sie nur noch beste Bedingungen hier. Fühlt sich sehr unwohl, weil schwanger, kann ich verstehen. So. Vielen lieben Dank. Jetzt machen Sie mal, dass es rauskommt. Bitte keinen Kleber reinmachen, ja. Als Krankenhauspraktikantin, weil Simulacrum Labs arbeitet. Das ist aber nicht so gut. Also
Also begeistert sieht sie jetzt nicht unbedingt aus, aber hey. Spielt die darauf? What the freaking. So, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Luisa hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Hatten wir da Namensvorschläge? Oh, verdammt. Oh. Komm, wir nennen den einen Mike. Mal gucken, ob es noch eins jetzt auf die Welt kommt. Okay, nee, es sind keine Zwillinge geworden, es ist nur eins geworden. Das haben sie jetzt einfach rausgezogen, oder? Ja, wir haben jetzt Mike Klee zur Welt gebracht. Okay, es ist diesmal kein, es sind keine Zwillinge geworden, es ist, aber ich glaube das auch nur, weil wir nur 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ja, wir sind ein voller Haushalt, deswegen ist es nur ein Baby geworden. Aber hey, es ist ein Baby mehr geworden. Man kann es ja auch positiv sehen. Ich meine, theoretisch haben wir jetzt weniger Arbeit, weil es ist halt wirklich nur ein Kind geworden. Also wir müssen uns dann jetzt, also wir haben noch Kleinkinder genug zu Hause, aber wir haben nur ein Baby, sprich wir müssen uns weniger um dann zwei kümmern. Klar, jetzt müssen wir ein Baby mehr machen, aber wir haben für den Anfang erstmal weniger Arbeit. Und ich möchte Fabian jetzt ungern ausziehen lassen, weil der halt einen Job hat und wir das Geld halt sehr gut gebrauchen könnten. Julia könnte theoretisch direkt ausziehen, aber die könnte ich halt auch noch ganz gut gebrauchen, deswegen, ne? So, dann machen wir hier erstmal direkt wieder Action, Action. Und zwar bringen wir Clary dann das Töpfchen komplett bis zum Ende bei, damit das hier auf jeden Fall läuft. Okay, dir geht's irgendwie mehr als scheiße, deswegen, wir gehen duschen mit dir. Und dann gehst du was essen. Kannst du das alles nicht selber machen irgendwie, oder was ist falsch mit dir? So, guck mal, Clary bringen wir das Töpfchen bei, damit wir sie altern lassen können, damit wir hier jetzt ein Bett auch frei haben für die beiden Kleinen. Dann kann Clary hier unten noch mitschlafen. Ja, Sheila haben wir ja relativ schnell eigentlich, naja, haben wir relativ schnell alles beigebracht und jetzt spielt sie auch von selbst Schach. Das ist schon erstaunlich irgendwie. Nun gut, nun gut, nun gut. Wenn du das gegessen hast, machen wir deine Bilderchen weiter, ne? Wir brauchen nämlich Geld, Julia. Und irgendwie haben wir keine andere Verdienstmöglichkeit aktuell, außer halt den Job von, ne, von Fabian. Aber der ist irgendwie nicht so das Wahre. Traurig, war ja Aufmerksamkeit zu wenig. Ja, das passiert. Kann man nicht ändern. So, hier nochmal ein bisschen. So, und du feuer mal das Kind an, damit wir das endlich hier fertig kriegen. Weil ich habe langsam keinen Bock mehr darauf, dass die hier noch klein ist. So, Julia, du gibst dir jetzt aber bitte Mühe mit dem Bild. Wir brauchen nämlich Geld. So. Ja, kommuniziere mit deinem Bruder, das ist doch schon mal gut. Jetzt mal hier das gleiche Bild nochmal. Das wird dir, glaube ich, nicht viel Geld einbringen. Mike hat großen Hunger, das ist jetzt ein Problem. Mike sieht irgendwie auch tot aus. mit Flasche füttern. Danach würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall schlafen mit dir, weil du bist auch irgendwie schon voll im Arsch. Nun gut, nun gut. Bitte mach einfach das eine Level noch voll und dann fehlt nur noch eins, dann ist alles gut. Komm, mach mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Bring dir das jetzt nochmal bei. Ich will, dass du das jetzt gefälligst lernst. Stopp. Du gehst bestimmt nicht einfach so weg. Ach ja. Was machst du da? Ignoriere das Kind. Wir machen das eine jetzt erstmal fertig. Bist du irgendwie bescheuert? Das ist doch hier unten. Luisa? Hä? Was zum Geier?
Oh, na super, es stinkt. Die Lotterie, ja, hey, na super. Kann bitte jemand das Kind zum Schweigen bringen? Nicht hüpfen, du bist doch bescheuert. Mach die schmutzige Windel einfach sauber. So, Töpfchen, Töpfchen, Töpfchen. Komm, das sind nur noch ein so Mini-Pups-Stückchen vom Level. Na, guck mal, super. Mal, kannst du auch aufs Klo gehen. Alles so anstrengend, okay. Leute, an dieser Stelle reicht es erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. Bis dann, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.